Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Jo, wir sind diesmal mal wieder nicht alleine und so. Ja, ich bin auch da, denke ich mal. Sehr Sax 95, diesmal habe ich sogar richtig ausgesprochen. Zweiter Aufnahmeversuch, nachdem ihr eine komische Installation schräg durch die Rechnung machen wollte. Also entweder hasst mich dein Internet oder ein PC. Eins von beiden muss es ja sein. Es gibt immer Probleme. Ja. So, wir rennen jetzt hier einfach vorbei, weil wir toll sind. Und... Wow, wir werden beschossen. Gut, wir müssen hier rein. Machen hier mal gleich die Tür zu. So. Wir sind hier eigentlich schon fast an unserem Ziel. Aber nur fast. Wir müssen hier rein. Und da steht ja jemand. Das ist Christine. Sie haben es geschafft. Oh mein Gott. Hatte langsam genug davon, auf sie und Elijah zu warten. Überrascht? Ja, ich habe es hergeschafft, genau wie sie. Sind sie gekommen, um mich wieder in den Autodock zu werfen? Um mich wieder in die Klinik zu werfen, wo sie mich gefunden haben? Wussten sie, dass die Stimpaks da drin binnen einer Stunde aufgebraucht waren? Ich war eine Woche da drin. Und besorg dir einen Helm! Ein Helm! Man sieht deine Glatze! Keine Stimpaks, nur... Diese Geräusche und das Gefühl, wie das Skalpell schneidet, wollen mal sehen, wie sie sich als Opfer fühlen. Okay, sie wissen, dass ich sie nicht in den Autodock gesteckt habe, nicht wahr? Wie sind sie zum Haupttor gekommen und wie sind sie hierher gekommen? Ihre Stimme, ist das die Stimme des Sternchens? What the fuck? Wer ist das Sternchen? Wahrscheinlich Vera Keys, oder? Sternchen, ja. Wahrscheinlich. Mhm. Sprache 75, wir sind im Casino. Wir müssen nicht mehr kämpfen, es ist nutzlos. Was haben Sie vor? Sie haben Ihre Stimme gerade erst wieder erhalten und trotzdem gehen Sie mich schon wieder auf die Nerven. Wenn Ihr Quatschen nur aufhört, wenn Sie tot sind, dann los. Ja, machen wir es mal Sprache, kriegen wir Erfahrungspunkte. Also sie hat mir besser gefallen als... Stumme. Ich verstehe schon. Aber ich frage mich, was Sie getan hätten, wenn es diese Halsbänder nicht gegeben hätte. Hätten Sie mich überhaupt aus der Klinik rausgeholt? Solange wir also alle im gleichen Boot sitzen und sie sich zwischen uns beiden entscheiden müssen, da kenne ich ihre Entscheidung. Und die werde ich sicher nicht einfach abwarten. Nicht nochmal. Ich habe es satt, kontrolliert zu werden. Okay, ihre Stimme, ist das die Stimme? Nee, bla bla bla. Was haben sie vor, genau? Als wir uns das erste Mal begegnet sind, wusste ich gleich, dass ich die Halsbandtechnik kenne. Ich brauchte nur etwas Zeit zum Experimentieren. Ich bemerkte die Signalverzögerung, als sie auf die Etage kamen. Das Signal des Halsbandes war nur ein dumpfes Dröhnen. Ein Herzschlag, kein Kreischen. Sie glauben wohl, dass sie mich töten und entkommen können, bevor das Todessignal sie erreicht und das Halsband sprengt. Aber so leicht wird es nicht. In den Suiten waren genug Werkzeuge und ich hatte genug Zeit, um die Frequenzen... Ich kann an ihrem Halsband ziehen und zerren, wie ich will. Ja, Sprengstoff haben wir nicht, Wissenschaft haben wir auch nicht. Wovon reden Sie da? Sie hat mir irgendwie besser gefallen, als sie noch nicht reden konnte. Genau. Da war sie mir irgendwie sympathischer. Ja. Naja. Nach ihrer Rede über Kontrolle wollen Sie die Halsbänder nun also genauso fänden wie Elijah? Genau. Oh mein Gott. Wissen Sie was? Sie haben recht. Ich sollte sie nicht auf die gleiche Art und Weise umbringen. Ich wäre dann genauso schlimm wie Elijah. In Ordnung. Vergessen Sie die Annäherungsfrequenz. Wir machen das unter uns aus. Okay. Oh nee, jetzt hat sie was gegen mich. Warum geht das nicht los? VATS? Ja, weil wir sie in den Aufzug gesperrt haben. Ach, stimmt ja, richtig. Ja, sie ist schon fast tot. Stirb! Was soll das? Ich hab sie überzeugt. Christine ist gestorben. Ich konnte sie ja nicht überzeugen. Du hast sie umgebracht! Oh mein Gott, jetzt geht hier auch noch irgendwie so ein komischer Alarm los. Und wir sind überlastet. Du hast Kenny getötet. Ja, das kann vorkommen. Ziamade-Rüstung verstärkt. Das ist gut. Ja, und wir sind überlastet. Aber derbst. Was schleppst du da alles mit dir rum? Ach, alles, was ich gerade so finde. Wieso habe ich eigentlich Whisky und Wodka dabei? Weil es tolles Zeug ist? Ja, genau. So, jetzt müssen wir hier schnell runter, glaube ich. Weil dieses Piepen gefällt mir so gar nicht. Mir gefällt dir Piepen. Es piept schon aufgehört. Ja, aber es piept immer noch. Ich höre es. Ach so, diese Leute piepen wie damals bei Doc und Dean. Also bei Doc. Es ist jetzt ein permanentes Piepen. Ich glaube, wenn das jetzt zu lange piept, dann ja, bin ich tot.
Das kommt immer, wenn du einen Begleiter umbringst, so viel ich weiß, also. Okay. Da, du hast den Doc und Dean nicht umgebracht. Nee. Dean ist gestorben? Doc ist gestorben. Du bist zu spät. Boom. Ich hab mich extra beeilt. Du darfst halt dich drin auf. Naja, immerhin. Wisst ihr was, Leute? Wir sehen uns gleich wieder vorne wieder, wenn wir bei Christine sind und das Gelaber beendet haben, weil das ist mir doch ein bisschen zu anstrengend. Okay, bis dann. Bis dann. Nee, ne, jo, hier sind wir wieder. Ich weiß gar nicht, jetzt gerade mitten im Labern von ihm. Verdammt! Mano! Nee. Jetzt beeilen wir uns. Wir müssen jetzt sofort wieder hier dieses Lauf, Ventil. Yeah, lauf! Rette dich vor... Warum das denn? Vor dem Piepen, was so piept und so. Ja, diesmal überleben wir es aber. Wir werden nicht kurz vorm Ausgang verrecken. Sie werden von der giftigen Wolke vergiftet, die Wirkung der Wolke hat nachgelassen. Und wir haben das geschafft. Wir sind yay. So genial, wir sind so genial. Das letzte what the fuck? Mehr brauche ich nicht. Ich mag den Typen immer noch nicht. Bam. What the fuck? Fliegt die Musiksequenz zusammen. Wir sollen eine Frequenz zusammenfügen. Oh mein Gott, meine Fresse, wir werden wir gerade im Zimi von diesen Geistern gestalkt. Ha, what the fuck, wieso wird bei mir noch Leben angezeigt, wenn er gerade gestorben ist? Keine Ahnung, weil mir auch mal so ist, irgendwie ein Bug oder sowas, ich hab keine Ahnung. Da hinten war noch einer, wollte ich doch gar nicht sagen. What the fuck. So, du stirbst jetzt auch bitte. Ich hab sie eiskalt ignoriert. Und, was soll das? Keine Ahnung. Das Spiel ist gerade ein bisschen buggy. Ein bisschen. Nee, wir machen jetzt hier kein VHTS. Mir ist mir aufgefallen, ohne VHTS kommt man hier bei den Viechern nicht weit. What the fuck? Da liege ich und bin abgespießt worden. Naja, nicht wenn man so unterlevelt ist wie du. Was heißt hier unterlevelt? Ich bin jetzt bald Level 23. Aber trotzdem, sie haben dir gesagt, du sollst mit Level 20 reingehen. Und du warst Level 19! Ja, dennoch. Manchmal die ich den VHTS. Ja, ich mag ihn auch. Naja, zumindest ab und zu mal. Kommt drauf an, ob ich Lust hab. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich schieß immer in Richtung der Beine. Vielleicht will ich ihre Geschlechtsteile treffen, aber ich weiß auch nicht. Ja, wer will das denn nicht? Okay. Keine Ahnung. So. Du gehst jetzt schieß mir in den Kopf. What the fuck? Gehst du kaputt? So. Ich glaube, er weigert sich kaputt zu gehen. Oder er hat sich geweigert, bis er dann kaputt war. Hacker also. Halt. Ja, total. Die Geisterernte sind alle nur Hacker. Total. Ja. Voll schlimm und so. Der eine sprengt sich da voll selbst in die Luft. Der hat halt Skill. Ja. Okay. Nochmal ein Stimpack. Und zwei sind noch... Ne, drei. So, du Alter. Gehst sterben. Ich hab die damals eiskalt ignoriert. Oh, was ist das denn unter wieder? Sind die Typen blablab? Ja, die sprengen sich hier so schön selber in die Luft. Ich hab nichts dagegen, so ist es nicht. Nee. Immer eine Frage, wer sind die Typen eigentlich? Ich hab's bis heute nicht kapiert, was das für Viecher sind. Ich hab's auch noch nicht verstanden, ganz ehrlich. Ich glaube, wir müssen es auch nicht verstehen. Es sind große böse Monster. So. Die sind irgendwie untot oder so, keine Ahnung. Vielleicht liest an diesen Anzügen. Achso, das ist ein Kind. Oh, ein Geistersucherkind. Naja. Ja, der ist viel kleiner als die anderen irgendwie gewesen. Ist doch nur ein Geistersucher. Ist doch nur ein Geistersucher, den kann man ignorieren. What the fuck, gehst du kaputt? Oh man. Hey, level up. Yay. Wie verteilen wir denn die Punkte? Zur die wär's war auf 100. Das ist praktisch, ja. In der Rüstung war auf Dietrich. Fertig. Vielleicht ein bisschen falsch? Nee, falschen brauchen wir nicht, wir sind toll. Ich verstehe. Was nicht kooperiert, wird erschossen. Genau. Auf Musiksteuerung zugreifen. Hintergrundmusik. Das abfragen. Und ich habe es heute nicht... Ich habe es heute nicht kapiert, was das eigentlich sollte, aber... Pff, was soll's? Ach, das mit der Musik? Ja. Ich hab's falsch, ich weiß es. Was soll... Die Ward ist Stimmen abgesichert. Ach so, und du meinst sowas. Diese Rara könnte da reingehen. Ey, ach so, und da
Und weil Christine ihre Stimmbänder hat, hätte sie sie öffnen können. Wenn du sie nicht so eiskalt umgebracht hättest. Ja, ich weiß, ich bin ein Arsch. Nee. Du machst nur dumme Sachen. Ja. Ehrlich. Veras Computerterminal. Sicherheitstür aufschließen. Das hätte man sich sparen können. Veras ja, Safe. Irgendwie. Vorkriegsbild Veras Kleid. Oh mein Gott, ich möchte sehen, wie ich mit Veras Kleid aussehe. Du wirst enttäuscht. Ach verdammt! Siehst du, ich hab's doch gesagt! Das ist kein Kleid. Ich hab jetzt irgendwie gedacht, ich renne jetzt im Rock rum, weil dann wäre ich jetzt das ganze Let's Play über so rumgerannt. Sowohl das ist immer richtig awesome. Aber. Okay, was machen wir denn hier jetzt für ein. Wir haben hier drei Titel, machen wir Begin Again. Ich denke mal von Video Keys, oder? Ja. Ja. Da, willkommen, Keys. Ah. Hm. Wir kommen in die Ward rein. Spiel. Yay! Oh, jetzt wird's spannend. Und da unten ist dieser. Oh nein! Genau wie ich. Damit habe ich gerechnet. Hast du es gesehen? Also bei mir kam es gerade was ins Bild. Und ich muss mal kurz sagen. Ich muss mal kurz unterbrechen. Bis gleich. Jo, hier sind wir wieder. Nachdem ich irgendwas installieren wollte. Bei mir. Zum x-ten Mal. Zum x-ten Mal? Das heißt so viel wie. Was heißt X nochmal in lateinischen Buchstaben? Egal. Hey, ich glaube, da müssen. Wir müssen da hinten hin, aber wir kommen nicht hin. Welcher Idiot baut denn Laserschranke ein? Elijah. Ja. Oh, Spacko. Scheiße, piepen. Oh nein, nicht das. Wartungszugang öffnen. Öffnen! Gut. Jetzt gehen wir rein und suchen nach dem Piepgeräusch. Oh, ich hab das gehasst in dieser scheiß Vault. Das hat mich so angekostet mit diesem bescheuerten Gepiepe. So, was finden wir hier? Eine Stange Zigaretten. Und bla die bla. Die kann man ja eh nicht mehr gebrauchen. Die piept schon wieder. Der Grund ist mir unbekannt. Wir gehen kurz wieder rein, bis das Piepen aufhört. So, der Weg. Bei dir. Okay, da ist der Weg runter. Auf geht's zu piepen. So, jetzt machen wir nochmal einen Anlauf. Upsala. Da kommt wohl der Spruch, bei dir piept's wohl. War schon wieder ein Piepgeräusch? Nee, ich möchte hier weg. Piep schneller. Nein, ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Das will ich glaube, das will keiner. Ah, du bist gerade gestorben. Ja, das finde ich so ein Scheiß. Ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll. Hey, da liegt mein Auge. Hey, da liegt mein Auge. Hey, ich sehe mich selbst. Cool, da liegt mein Auge. Ja, was? Schon irgendwo sinnvoll, ne? So. Was richtig awesome wäre, wer wirklich sehen könnte, wie man selbst zerspringt, also von der Ego-Perspektive aus, wenn man richtig sieht, wie man langsam auseinander springt. Und das Auge lebt noch kurz weiter, dann ist man tot. Ja, genau. Das wäre irgendwie richtig seltsam. Ich glaube, in dieser Kabine da unten kannst du dich auf den Tisch stellen und da dann auf zu piepen. Bist du sicher? Ich denke. Ich möchte gerne wissen. War ich mir jemals unsicher? Ja. Oh. Okay, außer vorgestern, aber das war eine andere Geschichte. Ich möchte gerne wissen, wo das Piepen herkommt. Aus einem Raum. Bist du sicher? Hey, das hört hier tatsächlich das Piepen auf. Und eine Notiz eines Arbeiters. Haha. Wo kommt das Piepen her? Okay, Munition. Es liegt nur am Tisch. Ach ja, und Pierre, die 9mm Pistole ist nicht stärker als dein Revolver. Warum? Weil sie stärker ist. Bei mir steht aber was anderes. Warte, dann zeig mal her. Pistole 40 Schaden? Ja. 47 Schaden. SPS war das. Ach so, SPS, hahaha. Ja. Ich wollte schon früher drauf hinweisen, aber ich habe gedacht, lass ich ihm meinem Glauben. Was dein Piepen? Boah, es hat aufgehört zu piepen und es fängt. Boah, hier piept es überall und ich kann die Teile nicht zerstören, weil sie rot sind. Das sind glaube ich zwei Lautsprecher, so viel ich weiß. Und das wird richtig fies. Okay. Aber es piept weiter, oder? Ich hätte nicht mal viel weiter gehen müssen. Ich habe den Lautsprecher da vorne schon gesehen, aber ich habe zu lange gezielt. Ja, ich kenne das. Das ist pures Running. Hier das ist auch
Das ist auch richtig gemein, also. Das hätten sie wirklich nicht einbauen sollen. Wir sind schon in der Vault. Ja, so. Das ist... Also gut, hier ist ja der Punkt, wo du in Sicherheit bist, da. Wo die Treppe kaputt ist. Ja. So. Was? Irgendwo ist noch ein Lautsprecher, ich weiß noch nicht mehr wo. Da! Ich hab ihn ja gesehen, meine Leiche hat die... Deine so. Leiche hat die, deine Leiche hat ja die Hinweise, hat die Hinweise geboten. So, da oben oder so. Da. Sauerei, die haben mich total verarscht. Ja, voll Flashmobbing und so. Die mobben mich alle. So ganz ja böse und so. Ja. Das ist doch voll gemein. Ja, richtig böse Typen und so. Nein, 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 nein. Was? Wieso? Also entweder warst du eine halbe Sekunde zu spät oder es gibt doch einen Lautsprecher. Meine Fresse. So. Ne, jetzt schaffen wir es, weil wir toll sind. Wie viele Minuten haben wir jetzt eigentlich schon? 18. Oder 17, 16. Gut. So um die Ecke. Wir haben noch Zeit. Wir können noch ein zweiten Part aufnehmen. Weil er hat sich nämlich gewünscht, bei einer ganz besonderen Stelle dabei zu sein. Ja. Und ich habe gesagt, er darf. Okay, ich verstehe nicht, was ich machen muss. Mir platzt ich der auch Schädel. mir platzt fast der Schädel. Hier buchstäblich. Das ist genauso wie bei Skyrim, das Zitat, die kotzen mich an. Die kotzen einen wirklich an. Das ist so lächerlich. Oh, oh, oh. Ich aufgehört zu piepen. Gut. Nee, ich habe jetzt eine bessere Idee. Wir sehen ja da oben den Lautsprecher. Den haben wir jetzt kaputt gemacht. Okay, aber es ist ja noch einer da, irgendwo. Wir schauen jetzt einfach, ob wir so vorankommen, dann brauchen wir nicht mal unsere Waffe zu ziehen. Vielleicht verschafft uns das Zeit. Stimmt. Terminal, was finden wir hier? Alarm abschalten! Ja! Und geht's? Hat aufgehört? Ja! Wir haben es geschafft. Geht doch. Oh, speichern. Jetzt kommt eine richtig miese Stelle. Ich bin ein Egozentriker. Steht bei mir. Ich dachte, du bist ein Egomane. What? Ich hab's gewusst. Fuck. Lautsprecher? Piep. Dort oben. Dort und dort hinten sehe ich einen Lautsprecher. Okay, nee. Ich sehe davon schon wieder. Hinrennen! Lauf, Pierre, lauf! Hör auf zu sterben! Steuerung. Sicherheitsstatus überwachen. Computersteuerung, Patrouille. Mr. Sinclair, IBE. Ja. Das müssen wir jetzt nicht alles durchkauen. Ihr könnt euch ja durchlesen, wenn ihr wollt. Fuck. Oh, Hologrammsteuerung zum nächsten. Warum sind die Programme immer so aggressiv? Mann, keine Ahnung. Die sollten mal in Kur gehen oder so, so in so ein Hologramm. Jetzt hat aufgehört zu piepen. Ja. Und die sind gar nicht mehr aggressiv. Oh, die sind aggressiv. Also ich glaube, er ist noch aggressiv. Ach du Scheiße. Da, Hologrammsteuerung zum X'en. Oh! Ja, mein Timer hat sich gerade gemeldet. Alarm abschalten. Und es piept schneller. Abschalten. Ja, piepen hat aufgehört. Aber was sagen Leute? Wir werden das beim nächsten Mal weitermachen. Oh ja! Das haben wir wieder. Let's play Fallout New Vegas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt auf meinen Schädel platzen sehen. Dum, dum, dum. Und du wirst beim nächsten Mal wieder dabei sein, ne? Ja! Dann würde ich mal sagen, what the fuck, wir werden beschossen. Ciao! Bis gleich!